Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen zu einem neuen React auf meinem Kanal. Wir reagieren heute schon mal auf etwas vorab, und zwar auf das Video Villa der Liebe. Was ist das? Ja, was ist das? Das ist eine neue Serie von Jonas Ems, Jonas Wodke oder insgesamt von Moonvibe. Das ist ja deren Produktionsfirma, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie der bessere oder schönere Begriff ist. Ich sage jetzt erstmal Produktionsfirma. Jedenfalls, da spielen ein paar mit, die wir kennen. Das spielt mit Paolas Clips, Marilor, Selina, Jennifer Saro, und dann spielt da auch noch Lotzi TV mit. Wir haben schon mal auf ein Video reagiert. Da war Lotzi zu Gast bei Jonas. Und für euch in einer Stunde oder in zwei Stunden kommt eine Reaction zum letzten Video. Da interviewt er nämlich so gesehen Jonas. Wir wollen uns jetzt erstmal dieses Video anschauen. Mal gucken, was hier gesagt wird. Ich weiß jetzt auch nicht alles. Also gar kein Thema. Ich glaube aber, wenn ich mich nicht irre, dass hier auf jeden Fall welche vom Casting. Es gab ja im Januar diesen Aufruf und dann gab es ja ein Casting. Und ich glaube, hier spielen zwei oder drei mit, glaube ich, so war das. Love should be easy. Why should it not? When all you want. Ja, Leute, was geht? Hi und herzlich willkommen auf einem Kanal, der komplett neu erstellt wurde. Und ihr fragt euch bestimmt gerade, was soll das bedeuten, Villa der Liebe? Es handelt sich dabei um ein ganz neues Format. Das heißt, es dauert nicht mehr lang und dann wird auf diesem Kanal einfach unfassbar viel Content kommen. Wir müssen uns noch ein kleines bisschen gedulden, aber es lohnt sich jetzt schon unfassbar, ein Abo dazulassen. Und. Ja, will sie jetzt auch sagen oder nicht? Okay. Die nächsten ein, zwei Wochen werden hier so auch Mini-Sneak-Previews noch kommen. Und dann in etwa, ich würde sagen, ungefähr einem Monat geht's dann mit dem Content los. Seid also super gespannt. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schon mal raten, was wohl Villa der Liebe, was hier wohl passieren könnte. Es geht dann auf jeden Fall los. Ja, kann man ja sonst schon mal so ein bisschen drüber reden. Wenn ich sowas vermuten würde, und das wäre natürlich ziemlich geil, vielleicht wird das so eine Art, ich sag mal, Parodie oder so eine Art Parodie, aber als Eigenformat, wo man vielleicht so Kritikpunkte oder so Gegensätze oder Anspielungen auf vielleicht Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Love Island, Temptations Island, irgendwie sowas macht, könnte ich mir gut vorstellen. Man muss sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin auch ein kleiner Trommelwirbel. Bitte, auf jeden Fall, es muss jetzt soundmäßig verstärkt werden. Ich hoffe sehr, dass man das schneidet. Ich schneide das. Keine Ahnung. Komm, bitte, lass dir einfach viel spielen, wer das schneiden muss. Das ist perfekt, im Video. Okay. Ja, nur bis eins, der Verlierer muss es schneiden. Okay. Aber wenn du schneidest, schneidest du es richtig. Du machst nicht so billig, scheiße wie bei dir sonst. Okay. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nein! Yes! Villa der Liebe. Was kann das bedeuten? So, was wird hier passieren? Mir scheißegal. Die haben auf Zypern gedreht. Unterhaltsames Format. Es wird so emotional. Es sind so krasse Leute am Start. So. Also und das Beste ist, das Format geht genau dann los, wenn Krass-Klassenfahrt in Pause geht. Also ab jetzt kommt immer Krass-Klassenfahrt oder Villa der Liebe. Ja, ein nahtloses Konzept. Alter, wir müssen auf. Ich habe keinen Bock, das so lange zu schneiden. Deswegen, was Leute. Was ich auf jeden Fall noch gerade erzählen möchte. Euch auf jeden Fall jetzt. Wait. Ich habe gelesen, dass das Anfang April kommen soll. Warte, ich nehme ja eigentlich nicht immer so mein Handy. Ich habe ja, was heißt aufgehört, haha. Nee, ich nehme das ja nicht bei einer Reaction, aber wartet. Wir haben, so. Wenn ich mich nicht irre, guck mal, soll das am, könnt ihr das sehen? Am 6. April soll es kommen. Nee, am 10. und am 6. der Trailer. Irgendwie sowas habe ich schon gelesen. Na, Kamera, okay, alles gut. So, das habe ich gelesen. Für mich aber, wenn ich jetzt so rechne, für euch kommt jetzt am, für euch kam die Folge, oh Gott, jetzt muss ich, für euch kam am 16. Folge 5, heute dürfte für euch, wo die Reaction auch noch die von Lotzi kommt in einer Stunde für euch. Folge 6. So, und dann 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kommt hin. Doch, kommt hin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, so gesehen,
wenn die Folge von Krass Klassenfahrt, die letzte kommt, kommt gleichzeitig auch Villa der Liebe. Bedeutet gleichzeitig, dass ich aber nicht am 10. die Reaction zu Villa der Liebe bringe, sondern einen Tag später, und dann wird das so wie bei Krass Klassenfahrt überlaufen. So in etwa, denke ich mal. Dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Aber wir werden ja sehen, wann die Folgen kommen. Und dann klappt das schon. Ist doch ein wunderschöner Tag. Abonniert den Kanal. Ja. Wir wollen richtig schnell hoch hinausschießen. Bitte ein Abo da lassen. Das wäre super, super cool. Schreibt auch gerne schon ganz viele Kommentare. Teilt den Kanal. Es wird wirklich großartig. Ihr könnt euch auch freuen. Bis dann. Okay. Ciao. Echt so ein langes Outro jetzt? Echt jetzt? Wow, hat sich ja voll gelohnt. Warum das Video doch so lange in die Strecke ziehen? Egal. Okay. Also, darum geht es. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, so insgesamt, wie dieses Format wird. Wird geil. Also, seid da unbedingt auch am Start. Der Kanal ist schon unten für euch verlinkt. Jetzt nicht das Video, das findet ihr da, aber der Kanal schon. Zu Villa der Liebe ist für euch unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da gern vorbei. Und was ihr hier gerne machen könnt, lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Vergesst kein Abo. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Und schreibt doch sehr gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, was passiert in Villa der Liebe? Ich sage so parodiemäßig, alles zusammengekapselt. Love Island, Temptations Island, Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise und wie diese ganzen Dating-Formate heißen, könnte ich mir gut vorstellen. Gut, das soll es dann von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute 15 Uhr, also für euch jetzt in so, ja, etwas mehr als 50 Minuten, sag ich mal, kommt die Reaction zu Lotsi TV und heute Abend um 18 Uhr die Reaction zu Krass Klassenfahrt. Und mir dort bis dann nur zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.